Wir sehen uns auf reitschuster.de. Wie wird die globale Ordnung nach der Corona-Krise aussehen? Nein, es ist keine verschwörungstheoretische Frage, die ich Ihnen jetzt hier stelle. Ich habe auch keinen Aluhut auf. Das ist ein Thema, das der Bundesaußenminister mit seinen Botschaftern auf der nächsten Botschafterkonferenz besprechen wird. Schauen Sie sich hier die Szene an aus der Bundespressekonferenz auf Wunsch der Zuschauer gestern, jetzt hier nochmal herausgeschnitten. Sie war gestern schon in meinem BPK-Video. Voilà! Die diesjährige BOKO steht unter dem Motto Build Back Better, Außenpolitik für die Zeit nach Corona. In verschiedenen digitalen Workshops und Foren werden Botschafterinnen und Botschafter über europäische Souveränität, transatlantische Zusammenarbeit und die globale Ordnung nach Covid-19 diskutieren. Bevor wir damit gleich anfangen mit dem Thema und insgesamt Corona, lassen Sie mich kurz die zwei Fragen des Auswärtigen Amtes aufrufen zur Botschafterkonferenz. Gibt es dazu Fragen? Herr Reitschuster, bitteschön. Frau Sasse, eine Verständnisfrage. Sie sagten, es gehe um die globale Ordnung nach Corona. Geht das Auswärtige Amt davon aus, dass die sich unterscheidet von der globalen Ordnung vor Corona? Danke. Ich kann dazu nur sagen, dass uns das letzte Jahr und die Corona-Pandemie natürlich geprägt hat und dass es in den digitalen Workshops und Foren der Leiterinnen und Leiter unserer Auslandsvertretung darum gehen wird, Fragen zu diskutieren, die mit der Pandemie auch in Zusammenhang stehen. Fragen der europäischen Souveränität, der transatlantischen Zusammenarbeit und auch globalere Fragen, wie ich gerade schon gesagt habe, die mit der Pandemie in Zusammenhang stehen. Gibt es noch eine Nachfrage? Genau. Es gibt ja viele Menschen, die Angst haben vor einer neuen globalen Ordnung. Die Politik sagt, das ist eine Verschwörungstheorie. Können Sie die in irgendeiner Weise von der Politik her beruhigen? Danke. Ich kann Ihnen dazu jetzt nicht mehr als das sagen, was ich gerade zur Botschafterkonferenz gesagt habe. Ja, böse, böse Frage. Da werden wieder den Gralshütern der Korrektheit und des angepassten Journalismus die Haare zu Berge stehen. Und ich gebe es zu, die Frage war tückisch. Man könnte auch sagen, sie war hart. Ja, weiter würde ich nicht gehen. Denn dazu sind wir Journalisten da, dass wir auch mal Salz in die Wunden streuen. Und Frau Sasse hat sich bemüht. Es war für sie eine schwierige Frage. Da bin ich völlig bei ihr. Da möchte man nicht Sprecher sein in diesem Moment. Sie ist aus der Situation herausgekommen, wie ich es wahrscheinlich auch nicht besser gekonnt hätte an ihrer Stelle. Wobei diese Steilvorlage, dass man hier jetzt endlich mal sagen kann, was alles Verschwörungstheorie ist, was alles nicht passiert, da hätte ich erwartet, dass ein Champions League-Spieler, was man doch vom Regierungssprecher erwarten sollte, wie Herr Seibert da die Vorlage aufgreift und das Ganze dann hier nutzt, um einfach einmal Tacheles zu reden. Aber hängt ja auch immer von der Tagesform ab. Ein Grund, warum ich das jetzt nochmal hier aufgegriffen habe, ist auch der, dass heute Sönke Paulsen auf meiner Seite einen Artikel über ein Thema geschrieben habe, das bei vielen schon allein durch die Erwähnung die Haare zu Berge stehen lässt, weil die einen sagen dann, das ist Verschwörungstheorie, die anderen sagen, da geht die Reise hin, the great reset, der große Umbau. Angela Merkel hat ja, glaube ich, auch in Davos von Transformation gesprochen. Und Great Reset ist nichts, was Verschwörungstheoretiker erfunden hätten. Es ist ein Begriff bzw. Titel eines Buches von Herrn Schwab, dem Gründer des World Economic Forums. Und deshalb ist es sehr witzig, dass viele so allergisch darauf reagieren, wenn man darüber spricht. Denn offenbar wollen viele einen Great Reset. Ob das dann eine Verschwörung ist oder nicht, das habe nicht ich zu beurteilen. Aber Sie sehen schon hier an dem Ganzen, wie wichtig immer das Framing ist. Wenn man jetzt bösartig wäre, dann könnte man das Video, die Antworten von Frau Sasse als Beleg dafür nehmen, dass hier der große Reset kommt. Ich würde so weit nicht gehen, das war eine reine Arbeitsantwort. Andererseits muss man schon sehr blind sein, um nicht zu sehen, dass große Veränderungen hier im Gange sind und dass die
aktuell laufen. Und das eigentlich Schlimme daran ist, dass man die kaum ruhig, neutral und nüchtern analysieren kann, wie das Sönke Paulsen heute in dem Artikel auf meiner Seite versucht hat. Aber offenbar funktioniert das nicht, was kein gutes Zeichen ist in meinen Augen. Ich habe versprochen, das Video kurz zu machen, darum mache ich hier Schluss. Eines habe ich noch vergessen, ein Update, gestern die Geschichte mit der 9-Jährigen, Sie erinnern sich vielleicht, die geimpft wurde aus Versehen, wie es hieß, weil der Arzt hier mit ihr gespielt haben soll, in Bobingen bei Augsburg, und dann, so hieß es, zu der Erzählung des Vaters offenbar die Nerven verlor und dann die Spritze absetzte in das Mädchen. Da gibt es jetzt eine andere Version, die hat mir ein Leser geschrieben unter Berufung auf eine Augenzeugin, die er selber kennt. Ich hätte es nicht veröffentlicht allein, wenn ich nicht die gleiche Information auch noch im Bayerischen Rundfunk gelesen hätte. Und damit haben wir zwei Quellen. Damit ist es sozusagen etwas, worüber man berichten kann. Und zwar ist da die Auskunft, dass der Vater gescherzt habe, also gesagt habe, haha, die Tochter wird heute geimpft, und der Arzt das für bare Münze nahm. Offenbar gibt es auch Kinder, die geimpft werden mit speziellen Indikationen. Und bevor der Vater sagen konnte, dass es kein Scherz war, hatte der Arzt die Spritze schon abgesetzt. So viel zum Thema Impfzentren, wie sorgfältig das Ganze da passiert, wie lange da das Aufklärungsgespräch stattfindet, wie individuell man da auf den Patienten eingeht. Ja, offenbar zumindest in manchen Fällen überhaupt nicht. Und Kritiker sagen ja genau, dass das Problem ist bei diesen Impfzentren, dass es eben wie am Fließband angeblich dort so passiere. Dieser tragische Fall aus Bobingen bei Augsburg könnte als Indiz dafür gewertet werden, dass das so ist. Dem Mädchen geht es, so viel ich weiß, aktuell gut. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. In diesem Sinne, alles Gute, danke, ciao. Wer will, kann noch bis zum Backstage dabei bleiben. Tschüss. Wir sehen uns so. Im Backstage heute einen Realitätswitz, und Sie haben vielleicht mitbekommen, dass mein LinkedIn-Konto gesperrt wurde. LinkedIn, ein kleines soziales Netzwerk, das Microsoft gehört, weil ich da irrtümliche Informationen und Falschinformationen verbreiten würde. Und zwar geht es um Links zu Artikeln. Es hat dann einige Wellen geschlagen und einige Leser haben mir geschrieben, auch Hinweise über diejenigen, die da Stimmungen machen. Und ich weiß das seit einiger Zeit, aber es ist tatsächlich erstaunlich und ich finde, das ist besser als jeder Witz. Es gibt tatsächlich auf Twitter mehrere Accounts, die nichts anderes machen, als dass sie offenbar jedes Wort von mir auf die Goldwaage legen, dann immer Fehler suchen und dann versuchen, das Ganze hochzukochen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wenn jemand den ganzen Tag damit beschäftigt ist, dass er auf meiner Seite alles nachliest auf der Suche nach Fehlern, dass er meine Videos alle durchsucht, dann auch noch Screenshots da offenbar macht. Ich habe es gar nicht genau angeschaut. Ja, Leute, ich mache so viele Fehler und ich mache auch viele ungünstige Grimassen. Da muss man wirklich nicht die Zeit konzentriert darauf verwenden. Das ist auch so hier. Und ansonsten, das ist ja fast schon was von umgekehrter Liebe. Ja? Also das hat ja fast schon was Amoröses, wenn man da wirklich so viel Zeit darauf verwendet, dass man hier bei einem anderen sich wirklich alles anschaut. Also ich fühle mich geehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich so geehrt, dass ich mir das nicht anschaue, weil es mir wirklich egal ist. Also da bin ich dann wahrscheinlich nicht narzisstisch genug, um mich darüber aufzuregen. Ich finde es putzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist eine Form der Anerkennung, auch wenn diejenigen das wahrscheinlich nicht erkennen, die mich einerseits stolz macht, die mich andererseits aber auch nachdenklich macht. In Moskau gab es so was auch, da war es aber in meinen Augen gesteuert. So erstaunlich, dass das in Deutschland auch so geht. Und das Zweite ist, wie unsicher müssen diese Leute sein in ihrer eigenen Überzeugung und in ihren eigenen Ansichten, wenn es ihnen überhaupt keine Ruhe gibt, dass andere Meinungen haben. Also ich finde das völlig normal. Wäre ja schlimm, wenn es nicht Menschen gibt, die umgekehrten Meinungen hätten wie ich, die sagen, man müsse noch strenger sein bei Corona oder mit der Impfung alles 120% richtig. Ist doch völlig okay in der Demokratie. Und die sollen das auch schreiben können und sollen das auch als Journalisten verbreiten können. Das Zeug kann ich doch prima leben, das gehört doch dazu. Und manchen Leuten lässt das offenbar keine Ruhe. Der Psychiater Hans-Joachim Marz hat mir das mal erklärt im Gespräch. Er sagte, das hängt damit zusammen, wenn man etwas verdrängt hat selber. Also man hat Zweifel an etwas,
es nagt an einem, dann verdrängt man es ganz tief. Man will diese Zweifel nicht hören. Zum Beispiel Zweifel daran, dass vieles ungefährlich ist, was wir heute bekommen. Oder Zweifel daran, dass vielleicht die Corona-Politik so hundertprozentig begründet ist. Dann verdrängt man das. Und dann kommt so ein böser, böser Journalist wie ich und nährt diese Zweifel. Die kommen wieder hoch. Die ganze Aggression, so erklärt das der Psychiater Matz, die überträgt sich dann auf denjenigen, der diese Zweifel hochkommen lässt. Etwa so, wie wenn man einem Betrogenen sagt, dass er betrogen wurde und dann richtet sich die Wut im Zweifelsfall auf denjenigen, der das sagt. Wobei ich nicht weiß, wer betrügt alles. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr offen. Ich nehme keine Wahrheit in Anführungszeichen für mich in Anspruch. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich mich versuche, so gut es geht, der Wahrheit zu nähern und sie zu erkunden. Gefunden habe ich sie leider noch nicht. Und mehr noch, ich glaube, alle, die sagen, sie haben sie gefunden, die wecken bei mir große Zweifel. Was allerletztes noch vor im März, Anfang März habe ich schon geschrieben, das haben dann viele andere übernommen, über den GEZ-Verweigerer aus Norddeutschland, der ist jetzt über 100 Tage in Haft, weil er keine GEZ-Gebühr bezahlt. Bei uns sind Leute mit erheblichen Straftaten auf Bewährung draußen. Und für die einen dann, Buro müsste nur eine Unterschrift leisten, damit der Mann in Freiheit kommt. Herr Buro, bitte zeigen Sie Gewissen. Zeigen Sie, dass Sie ein Herz haben. Zeigen Sie, dass das Menschliche bei Ihnen vorhanden ist. Machen Sie diese Unterschrift. Sorgen Sie dafür, dass es nicht diesen Gewissenhäftling, ja, so möchte ich das nennen, ein Häftling für sein Gewissen, weil er sagt, er kann das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, dass er das unterstützt. Kann man für gut halten, kann man für schlecht halten, aber so jemanden im Gefängnis zu haben, in meinen Augen, eklatanter Verstoß gegen die Menschenrechte, etwas, was mich wütend macht. Mich macht wenig wütend, aber wenn so Menschen behandelt werden, ins Gefängnis, weil sie die GZ-Gebühren nicht bezahlen. Das macht mich wirklich wütend. Und ich finde, der Herr Buro, der Intendant des WDR, der sollte sich da wirklich schämen oder schleunigst die Freilassung unterschreiben. Das musste noch gesagt werden. In diesem Sinne, alles Gute, Grüße aus Charlottenburg. Genießen Sie dieses wunderbare Wetter, den Sommer und die Rückkehr, zumindest die Teilweise des Lebens. Denn wer weiß, vielleicht kommt ja bald wieder der Lockdown zurück. Bald wahrscheinlich nicht, aber im Herbst, also wenn wir nicht aufpassen. Okay. Aber jetzt habe ich zu viel geredet. Danke, ciao, tschüss.